Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Zelda Tears of the Kingdom. So, ja, neue Folge, neues Glück. Seit der letzten Folge ist übrigens nichts Neues passiert. Ich war eigentlich nur geschlafen. Entsprechend, ja, muss ich mich auch gerade kurz ein bisschen akklimatisieren. Genau. Ach ja, genau. Wir wollten nun finally mal ein bisschen wieder der Hauptstory folgen und uns Richtung Hebra aufmachen. Denn dort ist Impa. Mit Impa wird mehr Quatsch. So. Dann wäre noch ein Plan. Hier sind wir ja weggeportet und wollten das Musiker-Dingens-Trio da aufspüren. Aber ich würde eher sagen, so dass es. Ja, Kleidung verbessern ist nicht verkehrt, aber ist auch noch nicht so wichtig. Entsprechend wäre meine Idee nun also, dass wir uns mit unserer extra Ausdauer mal eben Richtung Hebra aufmachen. Also primär würde ich sagen, erstmal Richtung Turm. Hier in die Richtung. Wo ist denn der nächste Turm? Von hier aus. Das ist der da hinten? Oder gab es noch einen vorher? Ist es ja. Auf jeden Fall sehr zentral im Gebiet drin. Ach, das meinen die auch mit Glyphen. Jetzt, ja, es ergibt Sinn. Die hießen sind nicht Nesca, aber Nescau-Linie, die man in Südamerika irgendwo hat. Die super groß sind und vor etlichen Jahrhunderten entstanden sind, aber noch ungeklärt. Keine Ahnung, ich kenne ihn nur aus Yu-Gi-Oh! Zumindest habe ich sie das letzte Mal von da aus, von daher irgendwie. Ich glaube, seitdem wurden die auch nie wieder so großartig von irgendwelchen solchen Medien. Thematisiert. Aha. Ja, fliegen ist dumm. Da kriegt man nichts mit. Interessant, dass wir unsere Bomben scheinbar tatsächlich nur durch Donnerblumen bekommen. Dadurch haben wir aber genauso viele Bomben wie Bombenpfeile, das ist ganz nett. Aber ja. Welche Waffe wollen wir denn? Unser Lanz. Das lief recht gut. Holzschild ist was anderes als ein Reiseschild, oder? Ich glaube, da gibt es verschiedene. Genau, beim Holzschild gab es
verschiedene Embleme. Die Reiseschild Raubschild. Da werfe ich lieber eine Feuerblume. Müssen unbedingt Maronus finden. Ich brauche einen Free-Slot zur Verfügung, der nicht für eine Waffe da ist, sondern einfach nur für einen Hammer. Ich werde niemals so eine Echse fangen. Ich hoffe, die ist nicht für irgendein Waffen-Upgrade notwendig. Dann habe ich nämlich ein Problem. Nicht Waffen-Upgrade, hier. Rüstungs-Upgrade. Jetzt auf einmal her. Das ist auch OP. Mit den Leuchtfischen können wir im Dunkeln leuchten. Das heißt, am Ende des Tages dann nee. Aber ich glaube, das war der Pfeil. Ausbauen. Da ist zwar direkt ein Tempel daneben, aber stell dir mal vor, das hätte ich jetzt noch nicht. Eigentlich ist Hebra so ein denkbar ungünstigster Ort für uns. Weil da halt nichts ist. Maronus, also am liebsten würde ich mich halt aufmachen zum Dingen zum Maronus zu holen. Zum Wald. Dann würde ich auch gerne nach Taburasa, ich würde in die Sora-Domain, ich würde überall gern hin. Was nützlich, also von der Nützlichkeit her, würde ich tatsächlich am liebsten erstmal die... Warte gleich. Oh. Eine Decke drüber. Also, ich habe keine richtige Prio-Liste, aber so von der Nützlichkeit her fehlen so einige Sachen über. Warum bin ich jetzt eigentlich nicht mit einem Pferd hier? Ja, da ist ein Stall. Aber alles zu seiner Zeit. Klar, man könnte sich super effiziente Routen basteln, aber dann würde ich mal, würde sich dann bestimmt auch sehr viel vorwegnehmen und so. Und das ist ja auch nicht Sinn. Einfach ein bisschen entspannt spielen.
Aus irgendeinem Grund immer Spurtechsen dadurch, aber ist ja logisch, das Ding bewegt sich ja. Ne? Quasi so eine leicht gewordene ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall kommt dann ein Spurtechse. Ist ganz nett. Aber Spurtechsen waren, glaube ich, gar nicht mal so die effektivsten. Warum markiere ich, obwohl er direkt vor mir ist? Wenn ich direkt auf der Markierung ein... Oh Gott. Brunnen. Ja, 58 Brunnen müssen verteilt werden. Das ist super. Auch wieder ohne... Portpunkt. Ah! Da laufen wir noch mal hin. Und? Hier hat sich jemand Rüstungskürbisse gebastelt. Dieser Schacht ist gar nicht, ist gar noch bequemer als erwartet, da er vor Hitze und Kälte gut geschützt ist. Hier benötige ich weder wärmende noch kühlende Zutaten. Ich hatte überlegt, hier ein Gemüsefeld anzulegen und mich niederzulassen, bin dann aber doch aufgebrochen. Die Höhlen, die durch den Kataklysmus entstanden sind, haben meine Neugier einfach zu sehr geweckt. In unerforschten Gegenden findet man oft zahlreiche Zutaten. Ah. Wer immer neue Gaumenfreuden sucht, darf nicht lange am selben Ort verweilen. Chefkoch Ratham. Also das ist jetzt nicht mehr so ein... Ich kann mir vorstellen, dass die Elementarschwerter auch nicht mehr existieren. Also die, generell die Elementarwerfen. Weil man jetzt ein bisschen mehr mit den mit Werfen und so arbeiten kann. Ah, wie war das nochmal? Genau. Das ist gut. Damit kommen wir weit. So, jetzt machen wir noch kurz mal Tag.
Und dann kommen wir zum Stall. Da holen wir uns unsere Prämie ab, weil es ein neuer Stall ist. Und rennen dann Richtung Glüh. Können von dort aus mit dem Pferd weiter Richtung Turm gehen. Hab mich wieder aus dem Boden. Okay. Ah ja, da könnte man wahrscheinlich klettern. Ja, kein Tropfsteinbrunnen. Dang it. Also ich sagte ja wahrscheinlich. Das ist dann doch zu vertikal. Ach, guck an. Man kann die Brunnensensor auch suchen. Das ist ja interessant. Das war jetzt auch nur Zufall. Aber eigentlich wollte ich mit dem Greifer die Platte runterziehen. Ich hatte auch das Foto ausgewählt. Und da dachte ich erst, das wäre eine Platte, die Platte wäre das Ding, was man fotografieren könnte. Bin ich ein bisschen strange, aber gleich den Brunnen. Also, why not? So, 7 Minuten Speed up. Bei Apfelbäumen, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir goldene Äpfel sind. Bräuchte theoretisch auch noch Äpfel, aber hier ist ja der Hinox, das habe ich natürlich Speed gegeben. Dann machen wir den Hinox später. Er läuft uns hier. Der ist auch so ein krasses Horn, Alter. Aber der hat dafür jetzt nichts mehr um seinen Hals hängen. So, bei dir, kleinem bisschen kriege ich jetzt auch nicht mehr so. Ich durch Bullet Time da kriegen. So theoretisch wäre es ganz sogar wegen den Spurtechsen ganz smart, auf diese Baumjagd zu gehen, oder? Ja, schon echt gut unterwegs. Nehmen wir Racer. Ich weiß nicht, ob diese allgemeinen. Ich kann mir vorstellen, dass Ausdauer besser ist, weil du. Ich weiß nicht. Anders. Ich weiß nicht, ob. So verliere ich die ganze Zeit den Faden. Weiß nicht, ob die Geschwindigkeit auch auf die Galoppgeschwindigkeit zurückgreift. Sodass, wenn du schneller, mein Gott, wenn du schneller bist, dass du dann halt auch schneller galoppierst und ist dadurch durch den, sagen wir mal, ziemlich dauerhaften Galopp, den Zeldas Pferd halt aufrechterhalten kann. Das dann so ein bisschen von Vorteil ist. Nutzt die extra Geschwindigkeit übrigens noch ein bisschen. Warum habe ich übrigens ein Horblin-Herz genommen?
Das kann ich euch erklären. Soweit ich das im Kopf habe, sind mächtigere Monstermaterialien sehr gut für die Wirkdauer. Die Effektivität macht das Item, die Wirkdauer macht das Monster, macht die Monstermaterial. Das Monstermaterial. Ach so, das ist ein Bibarock. Aber da ist Speed eigentlich ganz nett. Danke. Das ist ja smart. Doch direkt auf den Kopf. Alles klar. Die Truhe, da erst wenn man den Bivouac besiegt. Sonst. Ein einfacher Stock für das Wahre. Ach, guck an. Exalfoss klingt. Ah, verstehe. Wenn ich ein Exalfoss-Ding an einen Stock mache, dann gibt es eine Exalfoss-Klinge. Und wenn ich es an einen Prügel mache, dann gibt es ein Breitschwert. Phosphor. Ich kann man ja indirekt, egal. Habe ich beim Breitschwert, glaube ich, verguckt. Ich habe das Breitschwert fotografiert und habe halt quasi nur das Horn fotografiert. Ja, okay. Aber hier mache ich. Muss ich mal die Synthese? Ach man, das ist nur ein einfacher Stock. Ich dachte, das wäre ein Halbholzstock. Da habe ich nicht drauf geachtet. Egal. Und packe dann jetzt da dran, oder? Ich meine, ich habe sonst keine andere besser geeignete. Sieht leicht dumm aus. Aber ich habe noch keine Ahnung, was die beste Verbindung für das für Herz ist.
Das war unser Hammer. Stimmt, ich hab's breit. Egal. Okay. Was wollen wir diese Woche noch, diese Woche, diese Folge noch machen? Wollen wir den Schrein machen oder mit Impa sprechen? Impa erstmal viel. Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Wo bin ich? Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja, mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh. Das heißt ja... Drachenträne. Das hätte man eventuell vorher, also erstmal mit Impa sprechen sollen, aber egal. Interessant. Wir kriegen also jetzt theoretisch die dritte Erinnerung. Wir kriegen jetzt theoretisch Erinnerungen, also keine Erinnerungen, sondern quasi so die Geschichte von Zelda, wie sie in die Vergangenheit gereist ist. Wie die Gründung von Hyrule mit den Sonau jetzt in Verbindung steht, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir wissen ja am Ende des, also anfangs immer noch, theoretisch hat nur weil Zelda und Link in Skyward Sword auf die Erde herabgereist sind, haben sie ja nicht Hyrule gegründet. Da können ja noch Äonen an Generationen von Menschen da erstmal so dorfmäßig gesiedelt haben oder städtmäßig. Also ganz normal. Wie halt die Himmelsinsel in Skyward Sword halt auch, in also den Wolkenhort. Da war es ja so. Die haben dann Frieden gelebt und so. Mit der Ritterschule. Mit der Ritterschule. Und ja, sobald die da auf die Erde gekommen sind am Ende von Skyward Sword, das heißt ja nicht, dass die da jetzt ein riesiges Königreich aufbauen. So, das heißt, dass die Sonau irgendwann dann auch herabgestiegen sind, so wie wir das herausgefunden haben. Also scheinbar auch das Volk, das dafür verantwortlich ist, dass die Himmelsinseln überhaupt so waren, wie sie waren. Eventuell. Und Rauru
Hat mit Sonja, der Donau. Wie cool. Witzig. Die Königreich gegründet. Die Menschen haben sich dazu angesiedelt. Und irgendwann aus unerfindlichen, aktuell noch unerfindlichen Gründen, sind die Sonau ja verschwunden. So ist aktuell das der Wissensstand. Sieh an, dass wir uns nach so langer Zeit ausgerechnet hier treffen, Link. Jetzt ist die Frage, hätten wir Impa überhaupt finden können? Steht die hier irgendwo? Stand die da irgendwo? Ständ die da irgendwo? So? Wie ich hörte, galtest du als vermisst. Daher bin ich erleichtert, dich zu sehen. Dann sollte es ja auch Prinzessin Zelda gut gehen. Wo ist sie? Komm, zähl 1 und 1 zusammen. Was? Sie wird also noch immer vermisst? Dann müssen wir unsere Suche dringend fortsetzen. Eine Sache, Link. Als Prinzessin Zelda verschwunden ist, da kam ich ins Grübeln über diese riesigen Bodenmalereien, die mit dem Kataklysmus erschienen sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dies in ganz Hyrule geschehen sein soll. Deshalb gehe ich nun mit Kado umher, um mir diese Malereien, die sogenannten Geoglyphen, näher anzusehen. Geoglyphen hier habe ich von einem Aussichtspunkt weiter weg entdeckt. So nah am Boden kann ich sie zwar erkennen, aber nicht ausmachen, was sie insgesamt darstellen soll. Ich müsste sie vom Himmel aus sehen. Hura hat mir einen Heißluftballon gegeben, aber... wollte mit dem Heißluftballon hinfliegen, bin aber in eine Windböe geraten, die den Ballonkorb abgerissen hat. Jetzt frage ich mich, wie man ihn wieder anbringen könnte. Ich werde einmal darüber nachdenken. Und du, lass es mich ebenso wissen, wenn dir eine gute Idee kommen sollte. Hey. Wäre jetzt natürlich gewillt. Ja, was? Wir machen das mal. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Wir speichern. Und dann gucken wir vom Bivarock, bevor ich die Erinnerung angeguckt habe, ob man mal mit Impa reden kann. Und dann kriegen wir auch vielleicht noch ein zweites Extra-Gespräch und dann können wir immer noch den Save da laden. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Charakter-Imper. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge.